Im Berliner Gropiusbau ist ein fünftes Bild aus dem Nachlass des verstorbenen Kunstsammlers Cornelius Gurlitt an die Erben des einstigen jüdischen Besitzers zurückgegeben worden. Das Porträt einer sitzenden jungen Frau des französischen Malers Thomas Couture war als Eigentum des hochrangigen jüdischen Politikers und Nazi-Gegners Georges Mandel identifiziert worden. Das freut mich sehr. Zeigt es doch einmal mehr, dass die so aufwendige und mühselige Provenienzforschung, immer wieder werden wir gefragt, muss das wirklich sein, der Gerechtigkeit wie auch der Wahrheit einen echten Dienst erweist. Das Bild war zuletzt in der Ausstellung Bestandsaufnahme Gurlitt in Berlin zu sehen. Teile der Sammlung Gurlitt stehen im Verdacht, jüdischen Besitzern während der Nazizeit geraubt worden zu sein. Gurlitts Vater Hildebrand war ein bekannter Raubkunsthändler der Nazis. Bisher haben sich allerdings erst 6 der rund 1500 Kunstwerke eindeutig als NS-Raubkunst erwiesen.